Wir sind der nächsten Generation verpflichtet. Das sagt Eckart Thienes, Landeskoordinator für Biotechnologie in Rheinland-Pfalz. Warum Biotechnologie für den Standort gut ist, was wir dafür brauchen und was es für die Menschen bedeutet, das hören Sie in dieser Folge. Wir hier, die Chemieindustrie im Wandel. Ein Podcast der Chemieverbände Rheinland-Pfalz. BioNTech, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, LTS Lohmann. Die Liste erfolgreicher Pharmaunternehmen in Rheinland-Pfalz ist lang. Nun will auch Eli Lilly investieren. Rheinland-Pfalz soll bis 2031 ein Spitzentechnologiestandort werden. So will es die Landesregierung. Wie soll das gelingen? Was brauchen wir dafür? Und was heißt das für die Menschen im Land? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Eckart Thienes, dem Landeskoordinator Biotechnologie für Rheinland-Pfalz. Hallo Herr Thienes, herzlich willkommen bei Wir hier. Hallo Herr Göbel. Meine erste Frage ist, wir haben jetzt Eli Lilly, habe ich schon angekündigt, die neu dazukommen. 1000 Beschäftigte sollen in Alzey zukünftig eine berufliche Heimat haben. Zusätzlich habe ich von BioMainz erfahren, dass er die international bedeutsame Curious-Konferenz 2024 in Mainz stattfinden soll. Das klingt so nach einer Erfolgsgeschichte. Ist das auch eine? Sie haben jetzt schon gesagt, Eli Lilly kommt. Wir haben in Rheinland-Pfalz ganz viele große Biotechnologie-Player. Die Erfolgsgeschichte hat schon vorher angefangen. Ich darf an BASF und Boehringer erinnern und an viele andere Firmen in Rheinland-Pfalz, die Biotechnologie machen und die das ganz hervorragend machen. Und es ist eine Erfolgsgeschichte, das ist eine Aneinanderreihung vieler Erfolgsgeschichten. Und ich werde auch nicht müde, in dem Kontext zu sagen, dass die Biotechnologie eine Schlüsseltechnologie für das 21. Jahrhundert ist. Und was heißt das eigentlich? Also mit der Biotechnologie kommt die Anwendung biologischer Prinzipien für die Herausforderungen der Gesellschaft. Und wenn wir in Rheinland-Pfalz in dem Bezug ganz viel anbieten können, dann ist das eine Erfolgsgeschichte, ohne Frage. Und on top kommt auch noch an der Stelle, dass die Biotechnologie als nachhaltig gilt. Also nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern hoffentlich auch eine nachhaltige Erfolgsgeschichte. Und Sie haben jetzt die Curious angesprochen. Das würde ich auch gerne noch ganz kurz kommentieren. Die Curious ist eine ganz interessante Konferenz, weil es eine Konferenz ist, bei der junge Leute zusammenkommen, um Zukunft zu diskutieren. Und das ist für uns in Rheinland-Pfalz tatsächlich eine Riesenchance, dass wir zeigen, was können wir in Rheinland-Pfalz und wie stellen wir die Biotechnologie in Rheinland-Pfalz auf, um die zukünftigen Herausforderungen der Menschheit und der Gesellschaft zu adressieren. Und Biotechnologie wird mit Lösungen dazu beitragen, dass wir das adressieren können. Jetzt haben Sie gesagt, dass ja Biotechnologie schon eine größere Vergangenheit in Rheinland-Pfalz hat. Ist das jetzt so der rosa Elefant, weil es gerade das Thema ist, dass wir plötzlich drauf kommen? Oder haben wir einfach eine Vergangenheit uns zu wenig darauf konzentriert oder geklappert, darüber gesprochen? Sie sagen jetzt geklappert. Ich habe das neulich in dem Interview gesagt, wir klappern zu wenig. Fange mal an bei den Kollegen von Boehringer und bei den Kollegen von AbbVie in Ludwigshafen. Das sind wunderbare Kollegen, die tolle Forschung machen, um zum Beispiel Krebs, neurodegenerative Krankheiten, Diabetes zu adressieren. Es geht weiter mit Novo Nordisk und wir haben die BASF in Ludwigshafen. Wenn Sie die Gänze dieser ganzen Firmen mal zusammennehmen, und ich habe jetzt nur die größten genannt, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das müssen mir die Kollegen nachsehen, die sich jetzt nicht genannt fühlen, dann ist das wirklich viel, viel Masse, was wir in Rheinland-Pfalz in Biotechnologie haben. Und das nicht nur in Pharma, sondern auch in anderen Sparten. Und ja, ich bin der Meinung, wir haben in der Vergangenheit vielleicht nicht genug darauf hingewiesen, dass das alles biotechnologische Ansätze sind und was da für ein Zukunftspotenzial auch drin liegt. Es gilt natürlich auch in der Biotechnologie eine Akzeptanz in der Bevölkerung und in der Gesellschaft zu schaffen. Ist das dann jetzt Ihr Job als Landeskoordinator, so ein Botschafter zu sein für Verständnis und für mehr Klappern? Das würde ich ganz stark hoffen und auch annehmen, ja. Der Job des Landeskoordinators ist ja so ein Job, den man vergleichsweise frei interpretieren kann. Und ich meine, jetzt möchte man so einen Standort weiterentwickeln. Entwickeln würde ich nicht sagen, weiterentwickeln, weil ich habe ja jetzt schon ausgeführt, dass wir ganz viele starke Player am Standort haben. Und wenn Sie das tun, dann machen Sie das auf verschiedenen Ebenen. Zum einen machen Sie das auf der Ebene der Forschenden an Fachhochschulen, Universitäten, in außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Forschung geht weiter. Ich habe über Anwendungsbezug geredet, dann redet man natürlich auch mit den Forschenden in der Industrie. Man macht Outreach. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und ich glaube, dass das etwas ist, was jetzt auch an mir liegt, dass man das stärkt und weiter fördert. Dazu kommt noch, dass wir natürlich, wenn wir einen Standort weiterentwickeln, auch über Marketing reden müssen. Wir müssen über eine Start-up-Kultur reden, über Transferstrategie müssen wir reden.
Und das sind verschiedene Ebenen und diese Ebenen miteinander zu vernetzen und zu koordinieren, das halte ich für ganz wichtig. Dazu kommt noch, dass wir jetzt auch hier im Standort wahnsinnig viel in Infrastruktur, Geräteinfrastruktur und in Gebäudeinfrastruktur investiert haben. Und auch da gilt es zu vernetzen und zu koordinieren. Wie passt was zusammen? Was für Bedarfe hat man? Und so weiter und so fort. Und last not least, wenn man koordiniert oder vernetzt, dann gilt es natürlich auch, dass man Vorschläge macht und dass man Konzepte entwickelt. Dass man als Fachmann auch einfach Bedarfe identifiziert, neue Herausforderungen identifiziert und basierend auf dieser Analyse dann Konzepte entwickelt. Es ist immer schnell gesagt, man investiert jetzt irgendwie so und so viel Millionen im Land und dann kann man was aufbauen. Ich bin da eher so ein bisschen anders gestrickt. Ich frage eigentlich immer nach Konzepten und diese Konzepte und dann fragt man nach den Ressourcen, die man braucht, um diese Konzepte zu erfüllen oder die Ziele zu erreichen. Und da sehe ich tatsächlich meine Aufgabe als Landeskoordinator und natürlich auch, um der Politik zu vermitteln, was es für den Forschenden oder für denjenigen, der hier als Startup herkommt, an einem Standort bedarf und was wichtig ist, was man entwickeln muss. Wo kann ich mir vorstellen, sind Sie verortet? Ist das sowas Ehrenamtliches neben einer Professur oder sind Sie Ministerialbeamter? Wo in dem Geflecht stehen Sie dann? Nein, ich bin ordentlicher Professor an der Johannes Gutenberg Universität und ich mache das tatsächlich im Ehrenamt. Also diese Koordinationsstelle ist ein Ehrenamt der Landesregierung und ich fühle mich da sehr geehrt, dass man mich damit betraut hat, denn ich bin der festen Überzeugung, dass es wirklich wichtig ist, dass das von jemandem aus der Biotechnologie administriert wird, denn es braucht so ein bisschen die Fachkompetenz, um auch aus Sicht der Forschenden sagen zu können, hier geht die Reise hin und hier haben wir den und den Bedarf. Wobei das jetzt schon nach einer Menge Aufgaben klingt, also auch eher nach längeren Abenden. Ja, das ist so. Zusätzlich habe ich auch noch ein Forschungsinstitut zu leiten und ich bin auch noch Dekan der Biologie. Aber wenn Sie das auf der anderen Seite sehen, ist diese Fülle an Aufgaben und an Jobs, die man hat, auch eine gigantische Chance, weil man kann natürlich gestalterisch auch was tun. Und das ist an der Stelle ohne Zweifel zeitintensiv, aber auch eine tolle Herausforderung, der ich mich gern stelle. Das klingt gut. Haben Sie dann einen Überblick, wie viel Biotech-Unternehmen derzeit überhaupt in Rheinland-Pfalz tätig sind, erfasst sind? Also nicht namentlich nennen, aber so eine grobe Zahl, wie viel es sind. Das ist schwierig. Das ist deswegen schwierig, weil es keine trennscharfe Definition gibt. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, wenn Sie jetzt die Firma Röhm in Worms anschauen, die machen Adsorber. Mit diesen Adsorbern kann man zum Beispiel niedermolekulare Stoffe aus dem Abwasser rausklären. Würden Sie sagen, das ist Biotechnologie? Ich schon. Aber das würden nicht alle sagen. Und das ist ein bisschen schwierig, da die Trennschärfe reinzukriegen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir 10 große Player in Rheinland-Pfalz haben, auf die wir wahnsinnig stolz sind und dass wir mit Sicherheit nochmal 20, 30 Biotechnologie-Firmen in Rheinland-Pfalz haben, die so mittelgroß sind und das in der Gänze ist schon wirklich gut für ein Bundesland. Also ich glaube, die meisten Menschen denken bei dem Begriff Biotechnologie an ein Unternehmen in Mainz, an den mRNA-Impfstoff, der ein Geldsegen war, nicht nur für Mainz selber, auch für andere Orte in Rheinland-Pfalz. Corona ist nun vorbei, der Geldsegen auch. Was können wir von der Biotechnologie zukünftig erwarten? Gibt es nochmal einen Schub oder wird es jetzt ganz entspannt weiter plätschern und eher wissenschaftliche Erfolge geben? Lassen Sie mich ganz kurz auf Ihre Frage dahingehend eingehen, dass die mRNA-Technologie uns neue Perspektiven eröffnet hat. Das ist eine neue therapeutische Möglichkeit, die wir vorher nicht hatten und die wird bleiben. Das ist der erste Teil der Antwort. Aber ansonsten bin ich fest überzeugt, dass wir uns in Zukunft auch auf neue Möglichkeiten bei der Behandlung von Krankheiten, chronischen Krankheiten, von Krebs, von neurodegenerativen Krankheiten, von Diabetes, dass wir uns auch in Zukunft darauf freuen können. Die wissenschaftlichen Grundlagen, glaube ich, sind gelegt. Ich habe jetzt darüber geredet, dass wir hier eine neue therapeutische Möglichkeit haben. Ob Sie RNA nehmen, ob Sie therapeutische Antikörper nehmen oder ob Sie niedermolekulare Wirkstoffe nehmen. Also es gibt einfach eine Bandbreite an Möglichkeiten, wie wir neue therapeutische Ansätze finden können. Und da können wir noch ganz viel von der Biotechnologie erwarten. Jetzt habe ich nur über Pharma geredet. Biotechnologie ist ja so eine Sache, es wird oft geredet von roter Biotechnologie, wo wir Biomedizin oder Pharma drunter verstehen, aber wir haben auch die weiße und die grüne Biotechnologie. Bitte lassen Sie mich an der Stelle auch sagen, dass
ich es ganz wichtig finde, dass man die Biotechnologie nicht so versteht, dass man für jede dieser Indikationen alles neu machen muss. Biotechnologie bietet Infrastruktur, Ressourcen und Möglichkeiten, die man in den verschiedenen Indikationsfeldern gemeinschaftlich nutzen kann. Und das tun wir am Standort. Wir bauen eine Infrastruktur auf, wir bauen Ressourcen und Kompetenzen auf, die Sie nicht nur in roter oder in grüner Biotechnologie, sondern auch in weißer Biotechnologie nutzen können. Und Sie sagen, was können wir von der Biotechnologie noch erwarten? Also ich erwarte mir, Sie sehen das, die jungen Leute kleben sich an die Straße wegen Klimaschutz. Auch hier, wenn Sie den European New Green Deal sehen und wenn Sie die Herausforderungen im Green Deal sehen, ich bin fest überzeugt, dass in der weißen und grünen Biotechnologie Lösungsansätze geboten werden, die eben auch dazu beitragen werden, dass wir dem European New Green Deal gerecht werden. Und das ist für mich auch etwas abseits von Pharma und von roter Biotechnologie, was ein hohes Gut ist und wo ich mir ganz, ganz viel Potenzial erwarte. Wir wollen zum ersten klimaneutralen Kontinent werden und Biotechnologie wird einen Beitrag leisten, ganz sicher. Jetzt haben Sie die drei Felder angesprochen. Ich weiß aus dem Pharmabereich, Forschung kostet viel Geld. Bis 2026 will die Landesregierung 800 Millionen Euro in den Biotechnologiestandort investieren. 800 Millionen sind einerseits sehr viel, andererseits vor dem Hintergrund, was Forschung kostet, kann man auch sagen, es ist nett. Wofür wird das Geld verwendet? Das ist ein abendfüllender Vortrag, die Zeit haben wir jetzt nicht. Aber ich würde an der Stelle ganz gerne drei große Schwerpunkte setzen. Das eine ist Gebäudeinfrastruktur. Als diese Biotechnologie-Initiative des Landes ins Leben gerufen wurde, da war die erste Frage nach Raum. Also wo finden wir eigentlich Raum für Firmen, für Startups, für Forschungsgruppen, für Nachwuchsgruppen, die sich hier ansiedeln wollen und die hier Biotechnologie machen wollen? Hier hat die Landesregierung vehement investiert. Ich nenne jetzt nur die Universitätsmedizin als Beispiel. Also da ist sehr, sehr viel in Gebäudeinfrastruktur investiert worden und Gebäudeinfrastruktur ist nun mal wichtig. Sie haben es angesprochen, Biotechnologie ist teuer. Wenn wir Apps programmieren wollen, brauchen wir ein Büro und zwei Computer. Wenn wir Biotechnologie machen wollen, brauchen wir eine Infrastruktur, die auf einem technisch Cutting-Edge-Niveau sein muss und die auch permanent weiterentwickelt werden muss. Und da geht leider viel Geld rein. Das muss man als Invest einfach nehmen und damit aber auch Möglichkeiten schaffen, auch für Startups. Und da bin ich bei der Forschungsinfrastruktur als Punkt 2. Forschungsinfrastruktur, für die gilt eigentlich genau dasselbe wie für Gebäudeinfrastruktur. Wenn wir an dieses Beispiel nochmal denken mit diesen Startups, kein Startup kann sich jetzt die neueste Technologie im Bereich von, ich sag mal, von hochauflösender Mikroskopie oder von konfokaler Mikroskopie leisten. Was wir gemacht haben, wir haben hier am Standort ein Mikroskopie-Center errichtet, wo Sie die modernsten Mikroskope bis hin zum Nobelpreis-Mikroskop finden. Und Startups haben die Möglichkeit, das zu nutzen. Und das ist wichtig, dass junge Leute, junge Menschen mit kreativen, innovativen Ideen an den Standort kommen und dort alles vorfinden, sodass sie in möglichst kurzer Zeit wettbewerbsfähig werden. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn wir das hinkriegen und da ist viel Geld reingeflossen, dann wird dieser Standort auch wirklich vernünftig und nachhaltig weiterentwickelt. Und das Dritte sind Forschungsinitiativen. Irgendwo muss Kreativität und müssen innovativen Ideen herkommen und da muss man auch Geld in die Hand nehmen, um Forschungsinitiativen zu starten und zu lancieren. Sie wissen, wir hatten eine Studie von der Unternehmensberatung Roland Berger, um einfach auch zu schauen, ob die Maßnahmen, die wir jetzt begonnen haben, zielführend sind und den Bedarf tatsächlich adressieren. Und da wurde auch klar gesagt, wir müssen Stärken stärken. Und die Stärken, also die rote Biotechnologie, Pharma-Biotechnologie, ist natürlich eine Stärke in diesem Bundesland. Und Forschungsinitiativen, die in diese Richtung gehen, wurden auch initiiert und angeschoben, sodass wir uns von da auch ganz viel Innovation und neues Potenzial erwarten. Jetzt klingt das gut für Unternehmen, für Startups, Infrastruktur wird aufgebaut. Aber wie profitieren die Menschen im Land konkret aus Ihrer Sicht von dieser Entwicklung, von Neuansiedlung und Förderung? Die Menschen im Land profitieren natürlich. Ich meine, jetzt haben wir bei BioNTech gesehen, dass ein hochattraktiver Markt entsteht, dass Produkte mit hoher Wertigkeit entstehen und mit einem hohen Marktpotenzial und dass mit diesem Markt natürlich auch ein wahnsinnig attraktiver Arbeitsmarkt nach Rheinland-Pfalz kommt. Das ist für die nächste Generation ganz entscheidend. Sie haben mich am Anfang gefragt, was meine Motivation ist, jetzt noch ein Job. Und also ich glaube, wir sind an der Universität, aber auch als Gesellschaft der nächsten Generation verpflichtet.
Und diese nächste Generation kriegt hier eine echte Perspektive. Wir kriegen hier einen Arbeitsmarkt mit tollen Arbeitsplätzen für qualifizierte junge Menschen. Und ich habe schon gesagt, das ist nachhaltig. Die Wachstumsprognosen für diesen Arbeitsmarkt sind sehr, sehr gut. Also man geht davon aus, dass sich das vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2030 verdoppeln wird. Und damit kommt eben diese Perspektive für die nächste Generation. High-End-Geräte in Startups, Innovation, Forschung bedeutet ja auch ein gewisses Niveau. Welche Qualifikationen müssten denn diese Menschen dann mitbringen? Können das nur Akademiker sein, die dann da in Frage kommen oder auch andere? Nein, natürlich nicht. Also auch andere. Natürlich müssen wir, wenn wir an den Arbeitsmarkt denken, auch an technisches Personal denken, technische Assistenten, Ingenieure, Laboranten. Das müssen wir mitdenken. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir auch über Ausbildung reden. Und wenn man so an der Uni sitzt und man diskutiert über neue Ausbildungsgänge und wo gibt es einen Bedarf und wo sind wir stark und wo sind wir nicht so stark, dann schaut man ins Bundesland und wir sind der Meinung, dass wir in allem, was in die experimentelle Richtung geht, eigentlich im Bundesland sehr, sehr stark sind. Mhm. Das ist eine Stärke. Also wenn Sie in Mainz gucken, das ist eher molekular orientiert. In Kaiserslautern haben Sie sogar eine Bioverfahrenstechnik, die wir hier gar nicht haben. Das ist toll, weil es über das Land hinweg gut verteilt ist. Wir haben dann aber auch gesehen, dass alles, wo es Richtung Administration geht, wo es Richtung Drug Regulatory Affairs gibt, wo es Richtung Patentrecht und IP geht, dass es da durchaus noch einen Bedarf gibt. Und den gilt es natürlich auch zu adressieren. Also das ist nicht damit getan, dass man jetzt in Bezug auf die Laborarbeit Laboranten, technische Assistenten, Ingenieure und Akademiker für Research and Development ausbildet, sondern man braucht auch für die administrativen Aufgaben geschultes Personal. Und da sind wir auch bemüht und bestrebt, Angebote zu finden und zu definieren, die dem Arbeitsmarkt in dem Bezug dann eben gerecht werden. Das Land klagt ja jetzt schon über Fachkräftemangel. Wo sollen die eigentlich dann alle herkommen? Also die Unternehmen, die da sind, haben schon keine und jetzt kommen noch neue Unternehmen dazu. Was wäre so Ihr Wunsch, wo die Leute herkommen oder was bedeutet das für uns? Das ist auch eine Frage, die man ganz vielschichtig beantworten kann. Das fängt schon an bei der intensiven Werbung, die wir machen müssen in Schulen, dass die jungen Leute sich für MINT-Fächer interessieren. Biotechnologie in Schulen bringen ist nicht einfach, weil Biotechnologie eben sehr Apparate- und Geräteintensiv ist und das können sich viele Schulen nicht leisten. Mhm. Da gilt es, Angebote zu entwickeln und junge Leute zu adressieren oder überhaupt zu interessieren. Ich meine, alles geht über Motivation. Und Sie haben gefragt, ob der Fachkräftemangel für uns irgendwie so eine Schwierigkeit darstellen würde. Das tut es ohne Zweifel. Das können wir nicht schönreden. Aber wir haben das identifiziert. Und wenn man was identifiziert hat, dann kann man es auch adressieren. Und das tun wir. Wir haben neue Studiengänge geschaffen. Natürlich zunächst für Akademiker in Research and Development. Wir reden gerade darüber, wie wir attraktive Angebote schaffen können für TA-Ausbildung bzw. Laborantenausbildung. Den jungen Leuten muss man eine Perspektive zeigen. Wenn sie die nächste Generation anschauen, dann brauchen sie eine Perspektive. Und für mich kommt diese Perspektive auch aus einem Weiterbildungsangebot. Mhm. Junge Leute heute wollen nicht mit 23 ausgelernt haben und dann keine Weiterentwicklungsperspektive mehr haben. Die wollen sehen, dass ja, es gibt ein Weiterbildungsangebot. Ich kann zusätzlich zu meinem Job noch über ein Fernstudium oder eine andere Weiterqualifizierungsmaßnahme mich weiterqualifizieren und damit auch wieder Aufstiegschancen haben. Da wird die Sache attraktiv. Also wir reden nicht nur über universitäre Ausbildung, über Schulbildung oder über TA-Ausbildung, Laborantenausbildung, sondern wir reden auch über Zertifikationsprogramme, über Weiterbildungsprogramme, mit denen wir die Leute weiter und zusätzlich qualifizieren können. So, das war der eine Punkt. Okay. Der zweite Punkt, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist Internationalisierung. Das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und zwar nicht nur, um junge Leute aus dem Ausland hierher zu kriegen, gute Köpfe hierher zu kriegen, was wir ohne Zweifel wollen, aber auch, um unseren jungen Leuten internationale Märkte, internationale Forschung zu zeigen und sie auch dann dementsprechend zu qualifizieren. Märkte sind international, die Ausbildung sollte es auch sein. Und auch darüber schaffen wir wieder Interesse, auch darüber schaffen wir wieder Bekanntheit. Und ich bin fest überzeugt, dass wir auch darüber wieder Fachkräfte zu uns motivieren können. Ich halte das für dringend notwendig. Aber Sie sehen jetzt an meiner Rede auch schon, dass die Problematik erkannt ist und dass wir auf verschiedenen Ebenen versuchen, das auch zu adressieren. Der Fachkräftemangel kann ja ein Stolperstein auf dem Weg zum Erfolg sein. Sehen Sie noch weitere Herausforderungen? Es gibt immer Herausforderungen. Biotechnologie ist dynamisch. Es wird
eine Herausforderung sein, neue Felder zu entdecken oder zu identifizieren und sie zu adressieren. Es wird eine Herausforderung sein, zu konsolidieren und zu schauen, wie kriegt man bestehende Techniken oder bestehende Infrastruktur so in den Markt, dass damit auch für Firmen hier ein attraktives Umfeld entsteht. Es gibt die Herausforderung, dass wir zum Beispiel in vorwettbewerblichen Projekten am Standort für Firmen attraktiv werden. Und jetzt rede ich nicht nur von den rheinland-pfälzischen Firmen, sondern ich rede auch von den restlichen Firmen, die wir haben, beziehungsweise die im Bereich Biotechnologie unterwegs sind. Also wenn Sie an Firmen denken, die jetzt in Bioökonomie arbeiten, dann muss auch hier klar sein, dass wir ein attraktives Angebot hier in Rheinland-Pfalz haben, sowohl in Forschung als auch in Infrastruktur als auch in Flächen. Und wie kriegen wir die Leute hierher? Und das kann zum Beispiel über solche vorwettbewerblichen Projekte sein. Es kann über Tagungen und Meetings sein. Es gilt, Bekanntheit zu schaffen. Und auch da sind wir auf einem guten Weg. Eine weitere Herausforderung, ich habe jetzt gesagt, dass wir stark sind, wenn Sie an die großen Player denken und auch so ein bisschen, wenn Sie an so mittelgroße Firmen denken. Ich glaube, eine Herausforderung wird sein, immer mehr Gründerkultur zu entwickeln. Da sind wir einfach nicht dort, wo die Amerikaner sind. Und das ist etwas, was wir in Deutschland entwickeln müssen und nicht nur in Rheinland-Pfalz. Gründerkultur, Start-up, wie kann ich aus meiner akademischen Forschung eine Anwendung machen? Das sind so Dinge, die bei uns kulturell, historisch nicht wirklich gut gewachsen sind. Und als Mikrobiologe hat man da so einen anderen Ansatz. Ich erinnere immer an Louis Pasteur, der gesagt hat, es gibt keine anwendungsorientierte Forschung. Es gibt nur die Anwendung von Grundlagenforschung. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir das besser verstehen und mehr unserer Forschung dann auch in die Anwendung in Form von Startups und neu zu gründenden Firmen reinbringen. Das sind Herausforderungen, aber die nehmen wir an. Sehr gut. Meine letzte Frage, wenn ich Ihnen per Fingerschnips einen Wunsch erfüllen könnte, welcher wäre das? Als Running Gag bei meinen Vorträgen, die ich jetzt vergleichsweise häufig halte, habe ich immer den englischen Wikipedia-Eintrag über das Land Rheinland-Pfalz. Wenn Sie das nämlich nachlesen, dann steht da irgendwo, Rheinland-Palatinate is known for wine and sparkling wine. Ich würde mir wünschen, dass wir da irgendwann lesen könnten, Rheinland-Palatinate is known as a biotechnology hub. It's known for its wine and sparkling wine, for its beautiful countryside and open-minded, tolerant world citizen. Und ich hätte das gerne, dass wir das auf dem Platz hinkriegen und nicht mit einem Fingerschnipp oder mein Teenager zu Hause der Wikipedia editiert. Das müssen wir schon sportlich machen und ich bin fest überzeugt, dass wir das auch hinkriegen. Die Biotechnologie ist in Rheinland-Pfalz im Aufwind, lieber Herr Thienes. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke zu diesem Thema. Ihnen ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörende, in dieser Folge war Eckhard Thienes, Landeskoordinator Biotechnologie Rheinland-Pfalz, zu Gast. Er sieht in Biotechnologie mehr Chancen für Rheinland-Pfalz, wünscht sich mehr Aufklärung über das Thema und dass Rheinland-Pfalz für mehr als Wein bekannt wird weltweit. Die Webseite zum Thema Biotechnologie Standort Rheinland-Pfalz finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen, Hinweise oder sogar Lob zu unserem heutigen Thema haben, dann mailen Sie mir gerne an podcast@wir-hier.de. Bis bald, Ihr Tobias Göpel.